Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video und ich melde mich hiermit offiziell zurück. Ja, wenn ihr meine Nachrichten über YouTube bekommen habt, dann, beziehungsweise ich habe es auch in vorherigen hochgeladenen Videos erwähnt, dann habt ihr mitbekommen, dass ich jetzt für 3 Wochen einen amerikanischen Austauschschüler bei mir zu Gast hatte. Das war ein von meiner Schule geplanter Austausch, freiwillig, auf freiwilliger Basis jedoch. Und ja, in dieser Zeit habe ich ihm Deutschland gezeigt und hatte deshalb keine Zeit, Videos zu machen. Habe das auch mehrmals gepostet, wie schon gesagt, und vorher in Videos auch erwähnt. Und womit ich direkt anfangen will, ist, dass ich mich bei euch bedanken will, weil ich 700 Abonnenten erreicht habe. Um genau zu sein, sind wir hier, wie ihr sehen könnt, bei 704. Das heißt, meine Abonnentenzahl ist auch, obwohl ich kaum Video oder keine Videos in den letzten drei Wochen gemacht habe, ist trotzdem gestiegen und das finde ich durchaus toll. Ja, dann kommen wir kurz zur Planung, was jetzt so, ich habe so ab heute Ferien in Baden-Württemberg, Pfingstferien. Und kommen wir da so ein bisschen zur Planung, was ich jetzt die Ferien über machen will an Videos. Das wollte ich mal hier so schon mal ankündigen. Das erste, was ich beende, ist meine iPad 2 Testreihe. Ich weiß, ist ziemlich spät. Das iPad 2 ist ja jetzt schon fast wieder 3-4 Monate draußen. So weiter hat sich halt alles ein bisschen in die Länge gezogen. Aber ich würde das sehr gerne beenden. Und ja, da kommt dann 1-2 Videos noch. Ich weiß nicht genau, muss nochmal gucken. Ob ich noch etwas vergessen habe. Ja. Das nächste, was dann folgen wird, ist ein App-Review zur Apps Boink. Und zwar, weil ich dort vor 2-3 Wochen das Spiel gesponsert bekommen habe von den Entwicklern. Und da sollte ich dann jetzt demnächst das Video raushauen, weil das nur fair ist. Und ja. Anschließend steht an, möchte ich ein Video zum Smart Shell von Cool Bananas machen. Sehr beliebt für das iPad 2, das ist eine Hülle. Habt ihr vielleicht schon mal in einem meiner Videos gesehen, da möchte ich ein Review zu machen, denn ich hatte jetzt auch genügend Zeit, das zu testen. Ich hatte die nämlich schon 2 Monate oder so, circa. Ja, ich weiß jetzt nicht, ein bisschen weniger vielleicht. Und da möchte ich auf jeden Fall mein Fazit abgeben und meine Kaufempfehlung. Des Weiteren gibt es dann natürlich immer noch App-Reviews und so weiter, aber das hier steht jetzt erstmal an. Das versuche ich jetzt alles so in der nächsten Woche mindestens mal unterzubringen. Werde ich höchstwahrscheinlich schaffen. Das sind insgesamt nämlich 3-4 Videos und wahrscheinlich gibt es dann noch ein paar andere App-Reviews. Ich habe da nämlich ziemlich viele Apps, vor allem fürs iPad auch, aber dann auch Universal-Apps bzw. Apps, die es auch für iPhone und iPod Touch gibt. Ja, das werde ich alles machen und ja, ich hoffe, ihr seid dabei und euch gefallen die Videos. Das wär's. Nochmal ein großes Dankeschön für die Wartezeit und ja, tschüss.